Servus. Was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Team Bubble Tea wieder hier. In einer neuen Folge TBT Reaction. Diesmal reagieren die Jungs auf die neue Booster-Verteilung. Was? Wurde angekündigt, dass ab nächsten Jahr 2016 übernächstes Hauptset immer eine Holo drin ist. Endlich. Ernst, komm mit dir. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich mache keinen Plus mehr. Es ist vorbei. Ich rede nicht mit. Es ist... Keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Ich denke mal, jetzt ist die Rare. Die Rare, die jetzt ist, halt, ist, wird in Zukunft eine Super Rare sein. Ja? Ja. Weil die Super Rare wird dann nichts mehr wert sein. Ja? Ich, keine Ahnung. Und siehst du auch, dass da keine... Was gibt es da nicht mehr? Keine Ghost Rare mehr? Und kein Ultimate. Dafür zwei Secret Rares und vier Ultra Rares in einem Display. Also ich muss mal sagen, für die Leute, die jetzt viel Geld haben oder so, die Preise werden ein Stück sinken. Das ist dann bestimmt für die... Das glaube ich nicht. Das ist einfach nur... Also für die Kinder, für die Neulinge, sage ich mal so, wird es ganz gut sein, dass ein bisschen mehr Holos und so drin sind, aber für die... Ja, aber dann machen sie dann jede... Spieler, würde ich sagen... Ja, aber da machen sie aber jeder Hulu, dann ist zum Beispiel die Super Rare ist dann eigentlich so echt eine schlechte, also nicht spielbar, endschlecht wie eine Kamen vielleicht, ja, kostet dann, keine Ahnung, 50 Cent oder so, ja. Nein, nix wertlos, man. Ja, verstehst du, das ist, keine Ahnung, das finde ich nicht gut, ja. Ich weiß doch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Weißt du da irgendwas oder aus welchem Grund sie das geändert haben? Man munkelt, dass es wegen dem Abwiegen ist. Wegen dem Abwiegen, ja, dass sie das halt dadurch auskontern. Ja, das wär echt die einzige Erklärung und, darauf. Und dadurch, und die sparen Geld, dass sie halt keine Ghost und Ultimate Rares drucken, weil die halt so anders sind irgendwie. Materialkosten oder so, ja. Habe ich gehört. Also irgendwie sowas. Wieso haben sie es dann vor Jahren eingeführt? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Die haben es vor Jahren eingeführt, und damit sie das dann wieder wegmachen. Eigentlich ist es voller Schwachsinn, weil sie trinken sowieso. Irgendwelche neuen, immer das Gold Series. Ja, es gibt immer neue. Gold Rare, Black Rare. Materialkosten wird aber gleich trotzdem nicht mehr sein. Ja, aber, keine Ahnung. Aber das wäre eigentlich die einzige Erklärung, warum wir das so machen. Ja? Damit sie halt dann einfach, wenn jetzt überall eine Holo drin ist, ja, kann man es einfach nicht mehr abbiegen oder ablässen. Durch halt, keine Ahnung. Also ich habe es eh selber nicht ausprobiert, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es gibt ja gute Kandidaten, die. Also, Fazit von uns, Team Bubble Team, wir finden es nicht gut, dass es was gemacht wird. Also der Leidende findet es gut. Der Leidende. Der hat 10% Chance gewinnt. Ja, aber er argumentiert es halt auch total falsch. Er sagt halt dann, es ist immer eine Hulu drin, ja, aber das muss ja nicht heißen, dass die Hulu dann gut ist. Ja. Das heißt, das muss ja nicht heißen. Ja, da sagt er, das Spiel wird dadurch billig. Ja. Aber dann machen sie halt dann zum Beispiel dann die guten, sehr guten Karten und trotzdem das Team vorher oder als Ding, als Short-Core. Ja, Ultra. Und dann, die sieht man ja jetzt auch, ja, hier Farm Girl explodiert, ist, als eine Ultra-Rare ist bei 60, ja, 60 Euro. Weißt du, es wird da auch nicht besser. Ich denke, nichts. Es wird sich vom Preis ja nicht ändern. Ich denke nur, wie gesagt, das ist für mich die einzige logische Erklärung, dass das machen wir gerade im Abwieg. Damit halt die anderen wahrscheinlich legen sie ihr Zeugs ab und dann verkaufen sie die Booster halt so bei dem eBay TCG-Mafia. TCG-Mafia, Mann. Ja. Alles wegen der TCG-Mafia. Ja, Mann. Und also wenn es so deswegen ist, finde ich es okay. Aber ich finde es halt nur schade, weil einfach nur super wäre, weil die eigentlich auch geil ausschaut normalerweise eigentlich dann wirklich wertlos ist. Beziehungsweise man hat nicht mehr dieses Glücksgefühl, wenn man was Krasses zieht. Ja, dann hast du immer noch was drin und das muss halt heißen, dass es was Schönes ist. Also, das ist halt, das wiederum finde ich halt schlecht, aber wiederum halt ein bisschen hier die TCG-Leute da ein bisschen bremsen, finde ich schon okay. Aber trotzdem wird das Spiel teuer bleiben. Also, den Preis hier glaube ich wird es nicht sein. Da müssen die andere Sachen machen. Das war's von uns, Team Bubble Tea. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Peace. Oh mein Gott.